hoffen auf gute Rundenzeiten. Nein, Heiko Wasser, das ist eine falsche Einstellung eines Rennfahrers. Wir hoffen nicht drauf. Wir schaffen und wir können vor allen Dingen schnell fahren. Und Japan. Japan, das war noch eine alte klassische Rennstrecke mit Gras und Wiese. Und das vermisst man hier eigentlich. Hier sind Auslaufzonen, wohin das Auge nur reicht. Das Thema sind hier die Reifentemperaturen, also das gleiche Problem, wie wir das auch schon hatten in Singapur. Und damit müssen wir, beziehungsweise darüber muss ich mich wieder einstellen und mal schauen, ob das in Rennen irgendeinen Unterschied machen wird. Die Fahrzeugentwicklung, ganz wichtig. Charles Leclerc, der muss einiges gut machen, denn mit Position 15 bin ich auf jeden Fall nicht zufrieden mit seiner Leistung. Vorbei am fliegenden Finnen, währenddessen Sebastian Vettel vorne attackiert. Vorne das Rad bleibt stehen, Hamilton nicht berührt, super Manöver. Kein Lob von Chef, warum auch. In Kurve 1, da muss man sich umgewöhnen. Da sind keine Bremsschilder mehr rechts an der Seite, wie das noch in 2017 der Fall war. Batterieleistung sieht sehr gut aus. Auch hier muss man sich umgewöhnen. Da kommen die Bremsschilder jetzt viel, viel früher. Als noch im Vorgänger. Wir werden zweimal die Supersoft-Reifen fahren. Mit denen ich auch wieder mal besser zurechtkomme als mit den Ultrasofts. Das hat einfach was mit der wichtigen Kerntemperatur zu tun. Ich bin ja immer sehr am absoluten Limit unterwegs, was das betrifft. Liegt auch wegen solchen kleinen Fehlern. Und je weicher der Reifen ist, umso schlimmer ist das. Also ein Ultrasoft, der 102 Kerntemperatur hat, hat weniger Grip als ein Softreifen bei 102 Grad. Das gibt es Unterschiede. So, solange Helmut leider das DS auch hat, werden wir nicht angreifen können. Oder vielleicht doch. Doppelter Windschatten hilft mir ja auch nichts. Jetzt bekriegen die beiden sich. Jetzt können wir wieder ein bisschen erst sparen. So, ruhiger, runder fast. Zum Beispiel, hier rutscht das Auto. Das löst wieder Temperatur aus in die Reifen. Ja, hier auch. Oh, ich habe das Gefühl, mein Hinterreifen ist jetzt schon wieder zu heiß. Ja. Ich denke mal, der wird so 102 Grad schon wieder haben. Oh, weit gefehlt. Viel zu viel. Gelbe Flagge. Ist aber mehr Realismus. Ich glaube, Vettel ist ausgeschieden. Spontan würde ich sagen, Sebastian Vettel ist draußen. Ja, so ist es auch. Der WM-führende Sebastian Vettel muss das Auto abstellen. Und jetzt weiß er natürlich nicht, wohin. Und damit ist Daniel Ricciardo wieder auf der 1. Also der WM-führende Sebastian Vettel mit einem Aus. Fall. Okay, alles klar. Konnte nur Vettel sein. 2 Sekunden auf Bottas. Der kam ja auch in Japan nicht wirklich ran. Ich glaube, da haben jetzt viele damit gerechnet. Komm, Philipp, stech da rein. Das wollen wir sehen. No, da war schon der Bremspunkt. Also die KI hat sich dahingehend auch verbessert, was ich gar nicht so schlecht finde. Also du musst so ein bisschen... Es ist ein taktischeres Rennen geworden, mehr als im Vorgänger. Und das gefällt mir halt einfach. Du hast viel mehr taktische Möglichkeiten. So, jetzt habe ich wieder 105 oder 104 Grad. Jetzt darf ich meinen Reifen wieder runterkühlen. 105 wird da, 105. Oh. Leichte Überforderung gerade mit der MFA. Ja, auf Mager will ich nicht fahren, weil das spürt man. Also zwischen Standard und Mager spürt man nach wie vor. Ja, nach 2 Sektoren 1,5 Sekunden langsamer. Aber liegt auch nur daran, weil mein Hinterreifen zu warm ist. Also das Spiel zwingt einen schon, auch mal so eine Cooldown-Lap einzubauen. Also du kannst hier nicht, oh, am absoluten Limit fahren. Ich überlege schon, dass ich auch noch in der 10 reinkomme. So, Cooldown Lab 2. Aber spätestens bei den S habe ich, glaube ich, wieder zu hohe Temperaturen. Ich kriege die Reifen nicht runter. Ich kriege sie nicht runtergekühlt gerade. Ich kriege die nicht runtergekühlt. Wie alt sind die Reifen eigentlich schon? 30%. Ja, das merke ich dann noch mehr. Wow. Qualifying-Reifen. Das ist ein blanker Qualifying-Reifen nur noch.
So, neuer Reifen. Damit fahre ich gleich instant schnell, auch wenn der Reifen kalt ist. Hammett wieder auf 2. Tja, und Bottas hat die gleiche Idee wie ich. Fällt auch in die Box. So, Leclerc damit auch wieder vorbei. Also die Reifen weg damit. Da ist es mir auch völlig egal, wo ich rauskomme. Ja, viel zu viele kleine Fehler drin. So, Kimi war jetzt auch drin. Das ist auch tödlich für die Reifen. So ein Rutscher. Oh, das hält jetzt auf. Das hält nur auf. Das war auch einfach. Die zwei Streitlinien hier gefallen mir gerade gar nicht. Tja, wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. Und das war in dem Fall so. Das war jetzt mit Kopf gefahren. Und damit kann ich jetzt so ein bisschen meinen Takt fahren. Aber es sind immer so kleine Verbremser drin, die ich auch nicht abgeschält bekomme. Daniel Ricciardo ist schon 14 Runden draußen. Der könnte ultra, ultra super fahren. Wenn der so weiterfährt. Ich denke mal, so bis Runde 15 ist das durchaus möglich. Aber ich glaube nicht, dass das schneller ist. Alles fair, alles sauber, keine Berührung. So soll das sein. Ricciardo, ja, auf Ultras unterwegs. Also geht nochmal auf die Ultras. Und wird am Ende dann mit den Supersoft-Reifen des Rennens nach Hause fahren. Auch Gassi fällt wieder sehr lange. Oh, scheiße, der Punkt nicht getroffen. Fehlerquote ist hier deutlich zu hoch. Das ist nichts. Ein Vorsprung, was wir gegen unseren Teamkollegen haben. Ja, der bringt den Kimi auch noch mit. Ja, das ist eine ganze Gruppe. Oh je. Und meine Reifentemperaturen sind wieder zu warm. Also 102 schon wäre zu viel. Aber ich gehe nicht so viel quer jetzt wie mit den Ultrasofts. Ein Boxenstopp-Fenster öffnet sich in 16 Runden. Jo. Also ich habe ein ganz großes Problem. Was sind meine Reifen? 1 Minute 36,7. 36,7, habe ich das richtig gehört? Oh, das wird doch ein hartes Rennen, ey. Wir haben noch nicht mal die Hälfte, merke ich gerade. 12,0 Sekunden. Oder aus der Perspektive sind es nur 12 Sekunden. Das ist eigentlich nicht viel in 20 Runden. Also die normale Pace aus dem Sauber hole ich raus. Aber das, was ich sonst immer als Unterschied ausmache, das fehlt mir hier. Schon wieder zu spät gebremst. Also das ist echt so ein Problem, das sich durch das gesamte Rennen zieht. Schon wieder verbremst. Aktuell bin ich mit der Fahrt nicht wirklich zufrieden. Habe ich überhaupt einen neuen Motor drin? Ja. Der muss jetzt halten. Bis zum Saisonende. Was, merkt ihr das? Was, seht ihr das auch so wie ich, dass das Auto hier hinten extrem rutscht? Ich glaube, beide sind ausgeschieden. Ja, beide sind auch ausgeschieden. In Q2. Leclerc auch. Freie Reifen, weil das ist, es ist ein Vorteil. Es ist ein Vorteil. Ich muss eigentlich mein Rennen auf Bottas auslegen und nicht auf Kimi. Weil der Ferrari ist mir zu gut hier laut Leistungsdatenblatt. Ricciardo ist auf die Spitzenposition gefahren. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 14,5. Und die beiden da vorne sind weg. Sektor Bestzeit.
Warum, frage ich mich. Herr Benton kommt zum Boxenstopp. Hat er drei Stops? Und gratulieren wir schon mal Ricciardo zum Sieg? Weil es ist zu früh. Ziehen lassen oder nicht ziehen lassen? Komm, fahr vorbei. Ich muss mein Rennen anders ausrichten. Hamilton nochmal mit Ultras. Die Position kannst du dir zurückholen. Nein, das macht keinen Sinn. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 6. Ein Teamkollege ist mein Ziel hier. Das ist einfach so. Teamkollege und Bottas. Hey, Moment, wo ist der eigentlich hin, der Bottas? Okay, der hat richtig was verloren. Also Bottas und ich, wir sind so ein bisschen, die nicht mithalten können mit den anderen Großen. Wobei Bottas das eher müsste als ich. Weil er einfach das bessere Gesamtpaket hat. Es aber nicht umsetzen kann. Ja, ich weiß, wir müssen auch Fünfter werden. Minimum, weil das ist unser Teamziel, P5. Und Leclerc natürlich schlagen. Das ist eigentlich Priorität Nummer 1. Oh, die Reifen sind schon wieder hinten zu warm. Oh, wir müssen noch lange fahren. Ich krieg das hier kaum gemanagt. 36,7. Ich sehe die Problematik hier sogar höher bei mir als in Singapur. Weil Singapur mir auch von Natur aus besser liegt. Also bisher würde ich sagen, USA, der Grand Prix, wo ich mich am schwersten tue. Lag bei 1 Minute 36,7. Keine Chance. Keine Chance. Die Reifentemperatur machen mir da einen gewaltigen Strich durch die Rechnung heute. Gewaltiges Problem, gewaltiges Problem. Bin da am Überlegen, ob ich nicht auf der 3-Stop umpole. Boxenstopp-Fenster öffnet sich in 5 Runden. 5 Runden. Ja, gut, 5 Runden, das kriege ich auch noch über die Runden. Nee, da ist kein Grip hinten. Null. Krieg's nicht runter. Ich krieg's nicht runter. Ich bin in diesem Teufelskreis gerade drin. Und Bottas auch. Kimi an der Box mit Softreifen. Das habe ich mir auch schon überlegt, ob ich nicht die Reifen nehme. Das hört sich komisch an, aber zum ersten Mal bin ich echt am Überlegen, ob ich nicht die Reifen nehme, weil ich gerade gefangen bin. Also ich glaube, ich mache so wie Kimi. Kein Grip. Kein Grip. Ich kann machen, was ich will. Ich verliere nur noch. 105 Grad. Wo kommt das her? Gefühlt kann ich nicht pushen. Ja, ja, Dings war auch drin, Bottas auch. Ja, vor Gasly, das war wichtig. Ja, das hört sich gleich besser an. Aktuell habe ich kein Vertrauen auch ins Auto. Weil das immer noch mitfährt. Und die Problematik fährt im Kopf noch mit. Obwohl ich ganz andere Reifen drauf habe. Problematik erst ist auch wieder angekommen. Also im Qualifying habe ich mich zum ersten Mal wohler gefühlt als im Rennen. Das ist eine Seltenheit. Und ja, ob die Rennen muss man lange suchen. Wo ich sage, dass ich im Qualifying ein besseres Gefühl hatte als im Rennen. Ich glaube, unterm Strich ist für mich die 3-Stop die beste. Rennstrategie. Ich glaube, das ist für mich hier persönlich die beste.
Ja, Bottas auch auf den Softreifen unterwegs mit 8,5 Sekunden Rückstand. Das ist für mich der lebendige Beweis. Der tümpelt ja auch um den Kurs rum. Also ich glaube, ich werde Bottas da mal ein bisschen beobachten. Die Softreifen sind die Reifen, die ich persönlich bevorzuge im Rennen. Wagen hinter dir fährt jetzt mit super weichen Reifen. Wagen hinter dir jetzt auf super weichen Reifen unterwegs. Ja, und der kann die gleichen Rundenzeiten fahren wie der Ricciardo. Ich befahre hier nicht schneller als Grosjean gerade. Um Gottes Willen. Leclerc bleibt vor uns. Knallhart. Ich muss irgendwie mal schauen bei Reifendruck oder in der Aufhängung, was hier den Reifen so brutal hinten überhitzt. Ich würde gerne wissen, was der Bottas gerade fährt. Aber der kommt nicht näher, der kommt zum Verrecken nicht näher. Also Bottas hat da noch eine größere Problematik als wir. Und da ist jetzt gerade gelb in dem einen Sektor. Brutal. Also hier fehlt mir sowohl Rennpace als auch Reifenmanagement. Gut, das Reifenmanagement hat mir aber auch schon im Vorgänger gefehlt. Also die Schwäche, die ich schon in 17 hatte, hier, wirft dich in 2018 noch weiter zurück. Das ist die Problematik hierbei. Also P6 ist, glaube ich, ja, P6 wird Maximum sein. Den Verstappen, glaube ich, halte ich auch nicht. Weil wir haben noch 19 Runden vor uns. Das Rennen zieht sich gerade gefühlt. Also ich finde, USA ist ein Rennen, was sich zieht. Je länger ich das Rennen geht, umso besser für mich mit den Softreifen. Ich habe das Gefühl, dass der Grosjean noch mal am Ende des Rennens auch noch mal kommen wird. Weil eigentlich ist es schlecht, dass der schneller ist als ich. Hat aber eigentlich schlechtere Reifen. Wow! Alles klar, Auto, das ist Auto. Ich glaube, ich muss mir das Setup echt anschauen nochmal. Und so wird man nur besser. Die Fehler suchen, die man hier gemacht hat, analysieren und dann geht's weiter. Ich wollte gerade sagen, habe ich vielleicht ein bisschen zu früh runtergeschaltet? Nein. Reduziere den EAS-Einsatz. Du bist gut, in dem Zweikampf das immer zu hören. Leclerc hat sich gedacht, komm, ich komme nicht ins Q3. Vielleicht ist das besser. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 12,9 Sekunden. Ich glaube, da hätte ich keine Problematik. Wir haben schon lange kein Regenrennen mehr gehabt. Also Mexiko könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ne, Brasilien. Brasilien könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Über 10 Runden. Es zieht sich gerade. Oh, komm mit der schnellsten Runde. Das kann ich, glaube ich, mal für einen Verstappen für einen Augenblick. Da hinten ist Bottas. Warum hebt mich da jetzt der Curb so aus? Das fand ich jetzt interessant. Das hat der Curb noch nie gemacht. Nein, das war nicht sauber gemacht, das war scheiße gemacht. Weil ich habe mir ja die Tür oder die Möglichkeit erst ermöglicht. Da hat er keine Chance, also das ist eine Taktik gegen Verstappen. So schaffen wir es, das Teamziel zu erreichen. Und immerhin noch Schadensbegrenzung zu machen mit P5. Ja, jetzt passt es auf die Rennpace. Jetzt habe ich den Rhythmus, glaube ich, gefunden. Wir sind pro Runde 9 Zehntel langsamer. Immer noch. Mit alten superweichen Reifen. Die Reifen sind 12 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1. Halbe Sekunde. 1. Vielleicht soll ich nächste Saison nur Softreifen fahren im Rennen. Das kann nicht die Lösung sein. Das darf auch nicht die Lösung sein. Und es sind nur noch 7 Runden und Highlights technisch gibt es eigentlich nichts.
Also wir haben keinen Überholmanöver nach vorne gemacht, wir wurden nur überholt. Und vor allen Dingen 17 Sekunden auf meinen Teamkollegen. Das ist auch nochmal eine halbe Ohrfeige. Gut, dafür habe ich denen auch mal eine Ohrfeige gegeben in anderen Rennen. Und hier kriege ich die Packung ab. What? Was das jetzt schon wieder? Also das habe ich jetzt wieder nicht verstanden. Warum bricht das Auto da so schlagartig aus? Und die Reifentemperaturen waren es nicht. Bremsballon liegt bei 53, das ist ziemlich weit hinten, aber das meine ich die Bremse. Aber ihr habt gesehen, was ich glaube ich meine. So, wupp. Als wenn jemand gerade Anker gezogen hat. Also hier muss ich ja sehr tief nochmal in die Analyse gehen. Was hat hier nicht gepasst? Was hat hier nicht gepasst während des Rennens? Was war das Problem? Die Erfahrung, die ich daraus ziehe, ist, sobald du einmal wirklich in diesem Kreislauf gefangen bist und du innerhalb von einer Runde nicht rauskommst, reinfahren, neue Reifen, go. Alles andere ist echt noch mehr zeitfressend. Moment mal, warum ist Hamilton jetzt gerade auf der 4? Ne, ernsthaft? Leclerc greift den Hamilton nochmal an. What? Das war hart für die beiden Mercedes-Fahrer hier. Von Red Bull gebügelt erstmal, von Sauber gebügelt, von Ferrari sowieso. Alter, das war echt, oh. Also Mercedes hat ja echt große Probleme. Ganz schön das Benzin nochmal runterdrehen. Scheiße, es geht mir das Benzin nochmal aus. Oh, oh. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Ferrari hat sich nun endgültig von der Konkurrenz abgesetzt und ist nicht mehr einzuholen. Der Sieg in der Konstrukteursweltmeisterschaft ist ein weiterer Triumph für das italienische Team. Ocon ist die schnellste Rennrunde gefahren, das sagt alles aus. Leclerc hat wieder mal Ocon überholt, sehr schön. Sehr, sehr schön, sehr, sehr geil vor allen Dingen. Denn den Bottas, den haben wir in Runde 1 bekommen und ab dem Zeitpunkt war er die kompletten Runden auch hinter uns und ich habe wirklich recherchiert, was war sein Problem. Das Problem von Sebastian Vettel war eindeutig, der hatte Motorschaden. Ich habe echt in der Onboard bei Bottas geschaut, es waren nie die Reifentemperaturen, er hatte schlichtweg die Pace nicht. Aber das verstehe ich nicht, also Bottas war richtig schwach im Rennen. Wir waren auch schwach im Rennen, denn wir hatten ja diese Reifenprobleme, mussten unser Boxenstopp früher machen als geplant und somit mussten wir uns durchkämpfen gegen Fernando Alonso, Stoffel Vandoor, Brandon Hartley und Pierre Gasly, die wir dann auch überholt haben in unserem zweiten Stint. Und das Manöver war hier absolut clean und absolut genial, denn wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Was ist passiert? Alles andere wäre jetzt gelogen gewesen. Ja gut, er ist auch ein fantastischer Fahrer, aber das Auto ist das Problem. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Doch, ich beschwere mich selber über mich, weil die Leistung nicht gut war. Die Leistung war nicht dem, was ich normalerweise im Schande bin. Und bringt uns dann in Bezug auf das Chassis ordentlich nach vorne. Also momentan wirklich mehr in Chassis als in der Aerodynamik. Was einfach daran liegt, dass der Zweig hier extrem scheiße aufgebaut ist bei Sauber. Das ist beim Chassis hier deutlich besser. Nur das wussten wir am Anfang nicht. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich hier mehr in die Abteilungseffizienz investiert, als statt in der Aerodynamik. Gut, wir können es nicht dran ändern. Der Luftwiderstand kann fertig werden. Mein Ziel ist eigentlich, das beste Fahrzeug zu haben am Ende der Saison. Mal schauen, ob mir das in irgendeiner Form gelingt.